Hören Sie ein bisschen zu. Hören Sie ein bisschen genau zu und schauen ein bisschen genau hin. Und das meine ich nicht im körperlichen Sinne. Heute ist das eine ganz besondere Sendung, denn heute ist Jill Deimel bei mir. Gott sei Dank bist du da. Herzlich willkommen und schön, dass du so offen bist, so wie ich dich jetzt in den letzten paar Minuten kennenlernen durfte. Und wir sprechen heute darüber, dass du in einen Körper hineingeboren wurdest, der, wenn ich das so sagen darf, nicht deiner war oder nicht so, wie du ihn dir gewünscht hast. Ist das richtig? Kann man das so sagen? Ja, aber da durfte ich auch viel lernen, also was das Wording angeht. Also es hat sich ja auch viel verändert so in der Zeit. Also ich habe früher auch immer gesagt, ich bin im falschen Körper geboren. Mhm. Aber eigentlich ist mein Körper ja der gleiche geblieben, sondern man sagt mit den falschen Geschlechtsmerkmalen. Ja, ja genau. Mhm. Ne? Und das ist halt so, was sich jetzt bei mir auch so richtig anfühlt. Also. Und das war auch immer so das, was sich für mich so falsch angefühlt hat, weil ich so gedacht habe, nein, du bist doch nicht falsch. Du bleibst ja in diesem Haus. Mhm. Wir reden lediglich, ich will es nicht in Abrede oder runter reduzieren, wir reden lediglich über das Geschlecht. Mhm. Das ist zu Beginn im Körper einer Mutter ja nur ein kleines Zeichen mehr, nicht mehr und nicht weniger. Und dennoch ist es so, dass aus dir eine Frau geworden oder ein Mädchen, ja. Du bist als Mädchen geboren und kamst auch so auf die Welt. Hattest du sehr früh das Gefühl, dass dir das nicht so gefällt, in Kleidchen zu sein oder dass du dich anders bewegt hast? Und wenn ich so ganz ehrlich sein darf, bevor du antwortest, ich habe so ein Kinderfoto von dir gesehen. Da hast du gesessen wie ein Junge. Also mein Junge sitzt auf Fotos so, mein Mädchen nicht. Mhm. Und es gibt von mir ein Foto in ähnlicher Situation, da sitze ich wie so eine kleine Prinzessin da. Warst du das jemals? Also, nein. und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen schwierig auch, manchmal so in Worte zu fassen für mich, weil ich dann auch oft merke, wie sehr ich in Klischees manchmal noch so behaftet bin. Ne? Mhm. Also zu sagen, so genau, wie sitzt denn jetzt ein Mädchen oder vielleicht auch ein Junge? Aber wenn man so klischeehaft einfach mal auch vielleicht werten darf, dann war ich klischeehaft also total der Junge. Ich habe glaube ich, mit 3, wo man sich dann auch anfangen kann zu artikulieren oder halt seine Wünsche auch so bei den Eltern ne, verbal äußern kann, war klar, ich trage keine Kleidchen mehr und die Haare werden kurz. Mhm. Und das vielleicht Positive, also es gibt ja nichts Positives und Negatives, aber damals das Positive war für mich, dass meine Eltern da einfach auch total tolerant waren. Also es gibt bestimmt ja auch Mütter oder Väter, die dann sagen, nee, jetzt du bist ein Mädchen und dann hast du jetzt auch so auszusehen. Also wenn man mal ein Einschulungsfoto zum Beispiel sieht, da sieht man auch einen kleinen Jungen. Ja. Ne, also ich habe einfach so eine karierte Hose an, meine Lackschüchen, so die Slipper, so einen grünen Pulli und ja, also es war schon eindeutig so, dass ich ein typisches Jungsleben geführt habe. Ich hatte auch nur Freunde und mit Autos gespielt. Ne? Wenn ich mit meiner Schwester mit Barbies spielen musste, dann war ich Ken. Aber es gibt ja viele, die später sagen, ja, aber ich lebe mit Frauen zusammen, bleiben aber eine Frau. Mhm. Und dass die ähnlich sagen, ich war wie so ein Junge und sah auch so aus. Aber das ist wieder anders, als es bei dir gewesen ist, oder? Ja, also ich habe schon ziemlich schnell gemerkt auch, also dass ich dem Mädchen gefallen wollte und halt auch solche Sachen. Und das kam ja aus meiner Intuition, da habe ich mir ja keine Gedanken drüber gemacht. Bei Jungs fangen die Mädchen, war ich halt bei den Jungs. Mhm. Ne? Und das war halt auch für niemand irgendwie komisch in meinem Umfeld, dass mal welche gesagt haben, so, Jill, du bist doch irgendwie jetzt da auf der falschen Seite. Und deswegen war es so komisch für mich, weil ich eigentlich nicht früh Störfaktoren so im Außen gespürt habe, aber trotzdem dann mit der Pubertät und obwohl meine Eltern so tolerant waren, gemerkt habe, dass die gesellschaftliche Norm, also dass es da halt nichts gibt, was dazwischen ist. Und das war ja damals dann auch in den 80ern noch anders. Ja. Also da fing es gerade mit Homosexualität mal so an. Mhm. Ne, da war es wirklich noch eine ganz andere Zeit. Und da war es für mich klar, ohne dass meine Eltern mir jetzt auch suggeriert haben, so muss ein Mädchen sein, so ein Junge, weil das haben sie eigentlich nicht. Mhm. Das Einzige war meine große Schwester und dass ich schon immer dachte, ja irgendwie, ihr seid beides anders. Mädchen, aber die ist anders, genau. Mhm. Ne? Also das war schon mein Vorbild auch, aber irgendwie hat mich das in Konflikte gebracht und dass ich gemerkt habe,
Es gibt nur Junge und Mädchen. Also das bedeutet, man könnte sagen, du hattest eine Kindheit, die sehr behütet und schön war und nicht belastet schon durch irgendwelche Themen, von denen du vielleicht noch nicht wusstest, dass es welche werden. Und dann bricht das ja ein, so stelle ich mir das vor. Pubertät ist ein wildes Alter für uns alle und wir sind ähnlich alt, also ich bin derselben Zeit auch pubertär gewesen und ich glaube schon, dass es eine Zeit war, so in den 80ern, Anfang 90er. Ich meine, Nirvana hat ja einen ganz speziellen Musik-Slang gehabt, der diesen Schmerz dieser Zeit irgendwie symbolisiert hat, für mich jedenfalls oder für viele, für eine ganze Generation. Und es war alles nicht so einfach. Wir haben über HIV gesprochen, wir haben Ängste gehabt, wir haben aber auch viel Freude gehabt, so wie ich das finde. Und es war eine sehr spezielle Zeit. Und wenn ich mir vorstelle, zu diesem Cocktail der Hormone noch so ein Thema zu haben, das bei dir dann erst begonnen hat, wie bist du damit umgegangen? Ja, also erstmal gefühlt gar nicht. Also ich habe das einfach versucht, natürlich zur Seite zu schieben, aber das ist dann halt mit der Pubertät schwierig, weil einfach halt die Geschlechtsmerkmale sich ausprägen und ich sag mal, das Störendste für mich dann auch wirklich die Brust war, weil es war klar, ich habe irgendwie nur Badehosen an beim Schwimmen und sowas und ich war halt, konnte mich da auch einordnen, ohne jetzt das männliche Geschlechtsteil in der Hose zu haben. Also das hat ja auch noch keine Rolle so gespielt, aber dass ich halt gemerkt habe, so okay. Das willst du mal nicht, ne? So. Genau, ja, ich habe einfach gemerkt, meine Brust fing an zu wachsen und das war super unangenehm. Ja. Und ich habe gemerkt, halt da machen auch meine Freunde, also ich hatte da auch nur Jungs als Freunde, also klar hatte ich auch Mädels im Freundeskreis, aber es war nicht meine Hauptbezugsperson. Und dass ich gemerkt habe, okay, jetzt verändert sich auch was zwischen uns, weil es dann anfing, dass halt auch manchmal dann meine besten Freunde gefühlt, ich glaube, sie haben es auch nicht wirklich, aber so sich in mich verliebt haben, weil es halt, ne, wir haben uns super verstanden. Ist ja klar, also das ist ja völlig irritierend. Man versteht sich gut, besser geht's ja eigentlich nicht. Ja? Genau, und da fing das dann an, dass ich halt so, also da habe ich natürlich auch schon gemerkt, Jungs sind's nicht. Also das wusste ich schon in mir drin. Also das war mir auch klar, aber ich habe halt trotzdem gedacht, Jill, der Prinz kommt noch. Also ich habe wirklich immer noch darauf gehofft und auch wirklich versucht, ganz fest dran zu glauben, dass halt wirklich ich irgendwann aufwache und dann ist da dieser Mensch und dann auch ein Mann, äußerlich und ich verlieb mich. Es wäre gesellschaftlich der leichteste Weg gewesen. Genau. Ja? Und ich habe halt auch gedacht, weil wie gesagt, ich kannte noch nicht mal jemand Homosexuellen in meinem Umfeld und so und da fing das gerade mit dem Internet zum Glück an, muss ich sagen, weil ich bin immer jemand, der auch erstmal gerne Sachen mit sich ausmacht. Und dann konnte ich halt im Internet mir mal Begrifflichkeiten suchen und dann habe ich schon auch irgendwie natürlich Transsexualität schon mal gehört gehabt und dann konnte man halt lesen und da fing das dann halt an, dass ich gemerkt habe, okay, da finde ich mich wieder. Ne? Wollen wir vielleicht mal so die Begriffe ein bisschen klären? Also schwul ist für Menschen, die uns jetzt zuhören, klar, ein Mann liebt einen Mann. Und lesbisch ist, übrigens mag ich die zwei Worte nicht. Das sind so harte Worte für etwas, was gefällt mir schon generell nicht. Aber das interessiert jetzt erstmal nicht. Ja? Ist eine Frau, lebt oder liebt Frauen. Aber was bedeutet Transgender, wenn man das, also das Wort vielleicht mal so für unsere Zuschauer beschreiben könnte. Also halt wirklich mit den falschen Geschlechtsmerkmalen geboren und sich dem gegenüberliegenden, also dem anderen Geschlecht zugehörig fühlen. Ich hoffe, ich habe es richtig. Super, ich finde schon. Und das bedeutet aber noch lange nicht, dass alle ihr Geschlecht ändern lassen, sondern beides ist möglich und man nennt das alles Transgender. Das habe auch ich richtig hoffentlich verstanden. Weil es ist, weil mir fällt das so schwer. Ich mag Kasten nicht und ich mag diese Worte nicht. Und auch Homosexualität, dann denke ich, was geht mich eigentlich die Sexualität eines anderen Menschen an? Gar nichts. Ja? Ich frage ja auch nicht ein heterosexuelles Pärchen, ob sie auf Sadomaso stehen oder nicht. Ja, also es sind so Dinge, die das widerstrebt mir, also das widerspricht mir so sehr, dass ich schon denke, ich finde es anmaßend, so darüber zu sprechen. Weil es hört sich in jeder Form hart und abwertend an. Aber es ist eine sehr subjektive Meinung von mir wahrscheinlich. Ja, also ich muss sagen, ich habe mich vielleicht auch schon dran gewöhnt. Ne? Und ich
muss sagen, ich finde es mittlerweile gut auch, wo ich mich früher von angegriffen gefühlt habe, halt irgendwelche Fragen vielleicht, ja, wie sieht das denn aus oder so, wo man sich halt auch dachte, das fragst du ja jetzt niemand anderen, aber ich habe halt gemerkt und ich glaube, das ist das Wichtige, die Haltung dahinter, ob das jetzt wirklich Interesse ist, weil natürlich ist das spannend, also das würde mich auch interessieren. Doch, das gebe ich ehrlich zu. Also ich bin auch neugierig. Mhm. Ich weiß das, habe das auch noch nicht verstanden. Mhm. Und ich war im früheren Leben beruflich Physiotherapeutin und natürlich interessiert es mich, wie ist das mechanisch möglich und wie, wer operiert das und aus welchen Anteilen des Körpers kann man das umgestalten und ist es, also das sind so tausend Fragen, ja, wo ich so dachte, okay, ist es leichter zum Mann als Frau zu werden, als Frau zu Mann, was verliert man am körperlichen Empfinden, wie ist die die Sensibilität, die Sensomotorik und klar. Also das würde ich tatsächlich gerne mit dir besprechen, weil... Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um drei Tage, genau. Aber warum? Es gibt nicht wenige Menschen, die mir schreiben und die sagen, also auch junge Menschen, 14, 15 Jahre alt, die sagen, Kerstin, ich schwöre bei Gott, ich bin im falschen Körper. Kannst du das wegmachen? Mhm. Kann man das ändern? Denn ich würde es gern leicht haben im Leben und ich habe echt Angst, das andere zu leben. Ich kann es meinen Eltern nicht sagen. Mhm. Oder ich bekomme Briefe von Müttern, die sagen, Kerstin, ich verliere mein Mädchen. Mhm. Die sagen, ich verliere mein Kind. Ich weiß, ich kriege ein neues, aber es ist für mich vielleicht nicht dasselbe. Mhm. Und das sind so Riesenthemen, die, ja, wo sich für mich so Fragen gestellt haben. Und mein Bild von einem Menschen ist, dass wir viele Anteile haben. Wir haben den Körper, wir haben die Seele, wir haben die Psyche, wir haben unseren Geist, wo wir denken können. Wir haben das Ego, das sehr herausplatzt. Und ich glaube eben daran, dass dieser Anteil der Seele jener ist, der dich ausmacht. Dass du so bist, wie du bist. Und damit hat es sich für mich erst einmal. Aber was ist mit dir passiert in diesen Jahren? Bist du, und auch welches, also wirklich, es hat mich sehr berührt, als ich deine Geschichte gelesen habe, was musst du ein Leid erlebt haben in dir, dass du das alles auf dich genommen hast? Das ist ja nicht easy, ne? Zu sagen, ich nehme jetzt Hormone, ich... gehe das Risiko ein, die diese Operation mit sich bringen. Ja. Also, da sind wir eigentlich fast im nächsten Thema. Also, mittlerweile bin ich ja sehr dankbar dafür, dass ich diesen Weg hatte. Also, mittlerweile, deswegen sage ich auch mal, ich habe das geschafft. Jeder kann alles schaffen, weil ich dadurch zu meiner Passion gefunden habe und halt einfach auch sehr früh schon gelernt habe, mich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Und das ist auch was ich heutzutage versuche in die Welt zu bringen, dass der Tod eigentlich genauso toll ist wie eine Geburt. Und dass das aber auch was ist, wir haben, weil du sagst, ne, die Eltern haben Angst, ihr Kind zu verlieren. Das ist ja auch in Partnerschaften so immer diese Verlustangst. Und dass das halt eigentlich für mich dann ganz früh der Tod was Tolles war. Also das hört sich vielleicht jetzt auch blöd an, aber dass ich halt dachte, das ist meine Versicherung. Also wenn ich nicht mehr kann, dann kann ich immer noch gehen. Und das war eine Zeit lang auch echt verzweifelnd ein bisschen. Aber ich habe mich dann wirklich auch mit dem Freitod viel beschäftigt und so Bücher gelesen. Das war wirklich für mich gefühlt eine Erlösung, aber gar nicht so in diesem dramatischen Sinne, wie man sich das vorstellt, sondern wirklich, dass ich dachte, okay, du gehst jetzt Schritt für Schritt, weil wie gesagt, das ist wirklich so ein Berg, der vor einem steht. Und man denkt sich, ob bürokratisch, das war für mich eh schon schlimm, so Bürokratiesachen, die da eigentlich fast schlimmer sind als die ganzen medizinischen Dinge. Aber dann halt auch die medizinischen Dinge und halt einfach auch so wirklich, was tue ich meinen Eltern an? Ich bin Skandal, also ich bin so falsch, dass ich aber dann auch dachte, ich mache das gefühlt, weil ich auch meine Eltern und meine Familie eigentlich nicht verletzen wollte. Weil ich dachte, wenn du dich jetzt umbringst, was für mich halt, wie gesagt, wirklich in dem Moment, befreit gewesen wäre, dann hätte ich gedacht, oh Gott, was tust du deinen Eltern an? Das ist noch schlimmer als das. Aber Jill, was mir auffällt, oder was ich so denke, ist, du hast einen entscheidenden
Punkt geändert. Du warst kein Opfer. Mhm. Also das, was viele hineinfallen, dass sie sagen, sie fühlen sich als Opfer. Eben, wie wir irgendwann mal so gesagt haben, im falschen Körper sein, hört sich an, ich bin Opfer. Mhm. Aber du hast gesagt, okay, es ist so, wie es ist. Und du gehst es an. Und genau, also der Freitod wäre die schlechtere Wahl gewesen. Mhm. Ich glaube, dass es sowieso bei Freitod häufig darum geht, dass Menschen sagen, ich will nicht mehr leben, sondern ich will so nicht mehr leben. Egal, um welches Thema es sich handelt. Aber ich glaube, dass wir 80% weniger Suizid hätten, wenn man sagen könnte, wir ändern einfach dein Leben. Mhm. Ja? Total. Und das war halt auch, wie gesagt, für mich dann so, dass ich dachte, okay, ich gehe Schritt für Schritt diesen Weg. Und ich war schon sehr Opfer, muss ich sagen. Ja. Also ich kann das nur, glaube ich, retroperspektiv so mit diesem Sinn, den ich jetzt dadurch einfach erlangt habe oder sehe, diese Superheldenreise, manchmal vielleicht gar nicht mehr so dramatisch wiedergeben, weil, das größte Geschenk im Nachhinein für mich war. Ne? Also wirklich mich so früh mit Themen auseinandersetzen zu müssen, noch zusätzlich zur Pubertät, sage ich jetzt mal. Krass, ja, wirklich. Die haben mich halt einfach zum Kern von mir gebracht. Und ja, genau, dann hat man die Entscheidung, ob man halt zerbricht oder ob man daraus was Neues entstehen lässt. Ja. Und das war halt, wie gesagt, Schritt für Schritt dann für mich, dass ich gesagt habe, okay, Jill, zurück geht immer noch. Ne? Und dass ich dann wirklich gedacht habe, jetzt machst du den nächsten Schritt und natürlich auch viel Hilfe hatte von meiner damaligen Freundin und auch von meinen Eltern. Die haben dann viele Telefonate für mich gemacht, weil... Vielleicht fangen wir mal kurz an. Mit wem hast du zuerst gesprochen? Darüber? Mit meiner Schwester. Also meine Schwester ist 3 Jahre älter. Ja. Und das ist halt auch so der engste Mensch eigentlich für mich. Und irgendwann war das halt auch so... Ich konnte es nicht mehr unterdrücken. Also ich habe nicht mir vorgenommen, so morgen sprichst du jetzt mit deiner Schwester oder so, sondern es war dann wirklich so irgendwann, dass jede Zelle meines Körpers einfach voll Traurigkeit war und dass ich einfach, wenn mich schon jemand gefragt hat, Unche, wie geht's dir? Dann ist es schon aus mir rausgesprudelt. Also ich konnte, wie gesagt, das nicht mehr aufrechthalten, diese Maske und diese Maskerade. Und oft war das auch so, am Anfang war ich noch mehr besser drauf nach außen, je schlechter es mir ging, um halt auch die Balance zu halten, aber irgendwann hat es mich halt, wie gesagt, dann mehr zerrissen und dann habe ich halt irgendwann, ich glaube, das war Geburtstag von meiner Mama, da war ich, glaube ich, 16, da hatte ich dann auch irgendwie mit einem Sekt angestoßen und dann abends vor meiner Schwester habe ich gesagt, Sina, ich muss dir was sagen und dann bin ich wirklich auch, ich konnte gar nicht sprechen, also es war wirklich, da war es dramatisch, weil das war wie so ein, fast hyperventilieren, also das ist alles aus mir raus. Was da ja auch, ich meine, guck mal, wie viel Druck sich anstaut, alles. Also wir neigen ja wirklich dazu, entweder muss man darüber sprechen oder wir unterdrücken das. Und was platzt da auf, wenn über Jahre sich nicht zugestehen, nicht ehrlich sein mit sich selbst sein dürfen oder was dann Druck entsteht. Das ist, glaube ich, so das, was ich so meinte. Und als ich so erzählte, dass du in meine Sendung kommst, dann, also ich habe wirklich so, mein Umfeld ist halt da so sehr, wirklich, drei Menschen kamen sofort die Tränen, boah, was hat der hinter sich? Ja? Wo ich denke, ja, genau. Also das glaube ich irgendwie auch. Und ist das, könnten wir es den Menschen, die noch nicht so weit sind wie du, es den Menschen nicht ein bisschen leichter machen, wenn man Eltern vielleicht dafür sensibilisiert, zu sagen, hast du es geschafft, zu deinem Kind eine Offenheit zu haben, dass es dir so etwas sagen darf? Ich habe 2 Kinder, ich versuche das, merke aber, das ist Käse. Du bist Mutter. Und du kannst noch so offen sein, du bist nicht Freund, du bist nicht Schwester, du bist nicht Bruder. Und du kannst es gar nicht ändern als Eltern. Also klar, man kann dann anders reagieren vielleicht, wenn dann darüber geredet wird. Aber meine Kinder haben trotzdem ihre Geheimnisse und das ist richtig und gut so. Wie hat deine Schwester darauf reagiert? Wahrscheinlich gut, oder? Ja, weil, wie gesagt, bis ich erstmal Worte gefunden habe, hat es einige Minuten gedauert und die hat wirklich gesagt, ich sterbe. Also weil es für mich, also als ich dann gesagt habe, ich habe nicht gesagt irgendwie, ich glaube oder ich weiß, ich bin transsexuell, sondern ich habe da immer noch gedacht, wenn ich vielleicht die Frau finde dann, weil ich dann schon wusste, okay, es wird eine Frau sein, die mich dann auch so akzeptiert, dann geht das bestimmt weg. Ne, das war immer dann noch so ein bisschen meine Hoffnung, dass ich dann dachte, okay, das ist vielleicht für mich, weil es in der Gesellschaft nur diese beiden Sachen gibt, das und dann habe ich halt meiner Schwester gesagt, ich habe mich in eine Frau verliebt. Also ich habe gar nicht gesagt, ich bin lesbisch, weil wie gesagt, das war für mich auch immer
falsch, das fühlte sich auch nicht richtig an, also auch vom Wording, aber auch weil, nee, ich habe mich anders gefühlt. Und dann ist sie halt eigentlich erstmal fast freudestrahlend vor mir so zusammengesackt und hat auch gesagt, Jill, mein Gott, das ist doch kackegal, ich dachte, du stirbst. Ne? Ja, genau, also wirklich, ne? Und dann habe ich so gedacht, wie, das nicht schlimm. Ne? Also weil das war für mich schon schlimm und deswegen glaube ich auch der Druck, weil alle um einen rum verlieben sich. Ja? Alle schreiben auf irgendwelche Schulbänke, so war es früher zumindest noch in den 80ern, I love so und so. Ja, und ich habe mir immer auch heimlich dann, irgendwann, wenn es keiner gesehen hat, wirklich die Mädchennamen, für die ich geschwärmt habe, dann hingeschrieben mit einem falschen Namen drunter. Ne? Also ich konnte noch nicht mal dazu stehen, wen ich begehre. Ja, das war halt auch so, glaube ich, das Schwierige. Und dann, wie gesagt, war ich froh, weil meine Schwester wusste auch sofort, wer es ist. Also sie hat sofort gesagt, okay, ich weiß, die. Und da habe ich gedacht, ach du Scheiße, jetzt ist auch noch so auffällig. Und ja, dann konnte ich mit ihr drüber reden. Dann wurde es auch immer, dann wurde der Druck halt weniger. Und irgendwann hatte ich dann auch, ja, also ich weiß auch gar nicht warum, aber auf irgendwelchen Geburtstagen oder sowas immer eher Kontakt zu den Mädels, also wirklich auch damit rumknutschen und so Händchen halten. Aber Mädchen sind da ja auch einfach, also zumindest damals noch viel offener gewesen. Ne? Also da hat man, beste Freundinnen haben sich auf den Mund geküsst oder Händchen gehalten und so. Man ist nur Händchen halten über den Schulhof gelaufen. Und deswegen fand ich das aber so spannend, weil ich, alle sind ganz offen dann damit umgegangen und in der Oberstufe. Ja, da haben es Jungs, glaube ich, echt schwerer. Total. Ne? Also das war schon echt ein Unterschied, weil also, beste Freundin, wie eng war man da, hat man immer rumgeknuddelt und so. Ne? Das war schon, schon normal. So Körperlichkeiten zwischen Mädchen ist halt einfach das normal. Das denke ich auch, ja. Ne? Und dann war das halt so, dass es das immer noch, also wie gesagt, da war ich 16 und dann kam auch der Switch in die Oberstufe. Ich habe das dann immer noch für mich behalten und mit meiner Schwester halt so heimlich. Und dann hat mich ein damals Mitschüler angerufen irgendwann und hat gesagt, hi Jill, der war in meiner Stufe, ich hatte noch nie mit dem irgendwie Kontakt. Ich bin der Sven, ich bin schwul und ich weiß, du bist lesbisch. Und dann habe ich so gedacht, okay. Und das war halt auch so, den habe ich zwar schon auch wahrgenommen und da haben auch alle immer gedacht, der ist bestimmt schwul, aber der hatte auch immer Freundinnen. Und dann haben wir uns sozusagen so ein bisschen verbündet und dann habe ich ihm halt auch damals gesagt, ja, okay, also ich habe immer wieder gesagt, ich stehe auf Frauen. Und dann habe ich mit ihm halt auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen unsere Schule revolutioniert, muss ich sagen. Weil, ja, er war eigentlich auch sehr beliebt, aber halt bei den Jungs auch ein bisschen, ja, intoleranter im Sport-LK. Das ist schon, Das war ich das einzige Mädchen im Sport-LK und der war in der Extrakabine. Ich war mit den Jungs in der Kabine. Ne? Okay. Aber wie gesagt, das war auch von ihm freiwillig gewählt. Also die hätten ihn sogar da mit reingelassen. Also der war da voll akzeptiert. Aber da hat er schon gemerkt, dass er sich lieber rauszieht, damit er sich vielleicht dann nicht, oh, wo guckst du mir jetzt hin? Also damit er auch in keine unangenehme Situation kommt. Weil wie gesagt, Jungs da schon noch ein bisschen anders unterwegs sind. Und ja, dann ging das so weiter und dann hatte ich die ersten Freundinnen und dann habe ich halt aber gemerkt, da wurde der Druck dann nach dem vermeintlich richtigen Geschlecht noch größer. Ne? Und es ging leider nicht weg, obwohl meine Freundinnen alle heterosexuell waren. Darf ich so fragen, Jill, sonst schneiden wir es raus. Darf ich so fragen, die Sexualität von einer Frau und das Empfinden ist ein anderes als das als Mann. Auch die, einfach die sexuelle Energie ist eine andere. Hat die dir gefehlt? Nein. Weil das ist zum Beispiel was Spannendes, was ich jetzt so sagen kann, oder meine Sichtweise auch auf die Welt ist. Also ich glaube, es gibt männliche und weibliche Energien. Genau. Aber das hängt gar nicht mehr mit dem Geschlecht zusammen. Also es gibt ganz viele Frauen, die sind viel mehr in der männlichen Energie als viele Männer. Und das ist auch so ein Thema, wo ich mich dann so als Botschafter sehe, weil ich war schon auf vielen Kongressen, wo über Männlichkeit und Weiblichkeit gesprochen wird und oder über die Energien. Und es ist halt wirklich so, es wird von Mann und Frau gesprochen. Und das finde ich oldschool, weil voll. Und ich habe dann auf dem Kongress auch als letzter gesprochen. Das sagst du sehr, sehr schön. Und das finde ich auch ganz wichtig. Ja, weil total. Weil das wirklich, also wenn ich so die Frauen oder uns Frauen untereinander vergleiche, erschreckt mich manchmal, wie andere Frauen sind. Wo ich dann denke, wow. Ja? Es war vor geraumer Zeit, war Andro hier, leider ist er jetzt verstorben, einer der bekanntesten Tantra-Meister hier in Deutschland. Ne? Und
Und Andro hat das auch so beschrieben, ne? Dass es eine sehr aggressive Sexualität bei Frauen gibt, die er sehr männlich deklarieren würde, und eine sehr weiche Form. Und die gibt es bei Männern genauso. Genau. Und der hat da keine Unterschiede gemacht. Und ich glaube, ich habe eine Ahnung davon. Also ich habe sicherlich einiges ausprobiert, aber so viel nicht, dass ich da so erfahren wäre und würde sagen, okay, ja, so ist das, ja. Aber es gibt wirklich Frauen, denen ist das, der eine gewisse Kraft drin haben, nennen wir es mal so. Ja, weil das ist halt, wie gesagt, glaube ich, und das ist auch das größte Missverständnis oft hier dann, weil, wie gesagt, ganz viele Männer sich diesem typischen männlichen energetischen Bild, was auch dargestellt wird, oft spirituell, gar nicht zugehörig fühlen. Und das war halt zum Beispiel so ein Aha-Moment auch auf einem Kongress, wo ich gesprochen habe, als letzter, dass ich halt auch gesagt habe, Leute, vergesst mal euer Geschlecht. Ja, sondern so wie im Yin und Yang, es gibt einfach Menschen, die sind mehr in der männlichen und der weiblichen Energie. Und wie gesagt, durch die ganzen Sachen dann auch, wo Feminismus und so kam, es gibt ganz viele feministische Frauen, die sind fast ausschließlich in der männlichen Energie, was ja auch in der Disbalance ist. Und das ist, glaube ich, was, was viele oft dann auch noch vergessen, halt in der Sexualität auch, aber halt auch in dem Emotionalen, dass halt, wie gesagt, die Kugel oder wie Veit Lindau immer sagt, das Fleischklöpfchen, egal von den Geschlechtsmerkmalen, halt in sich immer eine Energie erstmal mehr in sich trägt. Genau. Und dass man dadurch ja voneinander lernen kann. Und deswegen ist das so, dass ich glaube. Nee, sag. Nee, also ich zum Beispiel. Hatte immer die Tendenz, den weicheren Typ Mann, also das war halt die Partner, die ich hatte, waren die weicheren waren. Jetzt würde ich mich aber trotzdem als Vollfrau empfinden und ich habe keine, also mir war echt klar, ich stehe auf Männer. Das war sehr früh klar und das ist auch so geblieben. Aber auf diesen Typ Mann, von dem wir jetzt gesprochen haben, stehe ich zum Beispiel gar nicht. Ja? Und dann würde man sagen, naja, also die Männer, mit denen du zusammen sein konntest, sieht mir das nach, Jungs, hätten auch Männer sein können, die vielleicht auch Männer mögen. Das gab es echt. Also es gab immer mal wieder so eine Diskussion darüber. Und nein, waren sie nicht. Ne? Und das ist ja das Spannende. Aber das ist dieser Gegensatz oft, dass ganz viele Männer auch heutzutage durch dann auch die anti-autoritäre Erziehung in den 90ern wirklich halt mehr diese weibliche Energie haben und sich dann auch falsch fühlen, weil die sich aber komplett als Mann fühlen und denken aber, wenn ich doch wirklich ein Mann bin, na, da gibt es ja auch diese Attribute, so dann darf ich aber nicht rumheulen oder Emotionen zeigen. Ja, ist total krass. Genau, und deswegen glaube ich, dass eigentlich mir keine Energie gefehlt hat, sondern wie gesagt, jeder Mensch einfach beide Anteile in sich und deswegen sind wir hier auf der Erde, zu gleichermaßen sich anlernen oder wieder verlernen darf, wie auch immer. Und dass ich glaube, dass gerade auch beim Sex oder in der Sexualität das eh auch ganz falsch gesehen wird, sondern da geht es ja um eine Art Kommunikation und Verschmelzung, die, wie gesagt, glaube ich, wenn die Seelen kommunizieren, auch gar nicht mehr so, dann über den Akt abläuft. Ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Nicht über die Mechanik, sondern es geht eben da, also das sehe ich genauso. Ich finde, erstens ist es ein heiliger Akt. Da sagen manche, mein Gott, ist das unsexy, wie du sagst. Genau, aber nicht, ich liebe dich sagen, weil das sind ja ganz, 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 ganz uncool, heilige Worte. Genau, ja. Ne? Und das würde dann so, genau. Aber ja, also ich sehe das so in der Aufstellungsarbeit. Wer mit dem, also wenn wirklich ein Mensch mit dem anderen sexuellen Kontakt in dieser Weise hatte, ist er auf eine Weise ein Leben lang mit diesem Menschen verbunden. Der gehört, also dieser Teil gehört dann zu deinem Leben. Das heißt ja nicht, dass der ewig bleibt, das wissen wir alle, aber es hat eine große Relevanz, weil gerade in diesem Moment des Zusammenkommens, wenn es wirklich von beiden auf dieser energetischen Weise auch ehrlich und offen und groß wird, dann ist es die beste Sexualität, die man jemals im Leben haben kann. Und deswegen glaube ich, also ich glaube nicht, dass es sich als Mann für mich, aber wie gesagt, die gleiche Seele hat ja auch den Sex, anders anfühlt oder irgendwie eine andere Energie. Ich hätte mir vielleicht so gedacht, also gedacht, wohlgemerkt, ja, dass es sich körperlich vielleicht anders anfühlt. Nachher habe ich gedacht, nö, eigentlich Beckenboden haben beide. Es ist ja eigentlich, ich weiß es nicht. Es ist natürlich so, dass so,
Ja, ich habe mal damals so ein Seminar mitgemacht. Mhm. Da ging es um wirklich Physiotherapie all die Krankheiten, die man eben bekommen kann, wie man das besser trainiert im Beckenbereich und so. Und da ging es darum, dass die Dozenten es wirklich so unterrichtet haben, zu sagen, die Frau öffnet sich, mhm, und der Mann muss eine andere Kraft, ja, und Energie haben, einzudringen, um es mal ganz klar, mhm, zu sagen. Und dann hat dann ein Mann so gesagt, ja, als ich junge war, hatte ich so das Gefühl, ich müsste eine gewisse Aggressivität haben, mhm, einen gewissen Druck haben, mhm, um dem Stand halten, mhm, zu können, im wahrsten Sinne des, mhm, Wortes. Und eine andere Frau hat gesagt, ja, und ich muss so entspannen können, um diese Einlassbereitschaft, mhm, zu haben. Und das fand ich ganz interessant. Ich war damals 20 Jahre alt, mhm, und pappneugierig auf alles, was Sexualität, mhm, betrifft, um meine eigene zu finden. Und fand das dann wirklich interessant, wie das beschrieben haben. Und habe aber später im Leben dann gedacht, alles, was sie beschrieben haben, war ihr eigenes Ding. Mhm. Also ihre eigene Thematik, ihre eigene Idee, wie sehe ich mich als Kerl, wo bin ich Frau, sie wollte vielleicht nicht so unterwürfig sein, was weiß, mhm, ich, was da alles mit hineinspielte. Und somit bin ich ganz bei dir, dass es völlig gleich ist. Mhm. Ich hätte mir nur vorstellen können, deswegen war ich neugierig. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, und das kann ich vielleicht so ganz gut erklären. Weil in mir, das ist vielleicht so wie jemand, der wirklich auf einmal ein Körperteil amputiert bekommt, also ein Bein amputiert, der trotzdem einfach weiß, ja, oder diesen Schmerz oder dieses, ne, weil es ist ja auch in den Zellen, im Emotionalkörper einfach, da ist noch ein Bein, obwohl es eigentlich ab ist. Und so gefühlt war es immer schon bei mir. Also, dass ich halt dachte, da muss jetzt wirklich ein Penis sein. Und, ja, gerade halt auch wirklich dann, wenn ich sexuell mich auch noch mit dem weiblichen Körper ausleben wollte, dass ich halt dachte, genau, für mich ist dieses... Ich sage jetzt mal, ich lege mich in eine empfängliche Position und möchte was in mich reinlassen. Mhm. Passt ja nicht. Nee, sondern, ja, das war für mich, also deswegen, das war einfach so, dass ich dachte und praktisch diese mechanische Bewegung, ja, des, ja, Eindringens einfach schon gefühlt in mir angelegt war. Ja. Also dass ich nicht dachte, so, oh, jetzt musst du dich aber irgendwie verändern, ne, mhm, und irgendwie das lernen, sondern das war einfach, wie gesagt, ja, wie so ein Beinamputierter, der einfach, wenn, mhm, du dem dann auch eine Prothese dran machst, der läuft halt. Und so, ne, stelle ich mir das vor, wenn ich so versuche, mich da so, mhm, einzufühlen. Und ich denke, das geht vielleicht vielen Jugendlichen so, die sagen, ich glaube, ich bin transgender, mhm, weil mir dieser Part fehlt. Den kann ich nicht aufsetzen, den kann ich nicht nachspielen. Da scheint wirklich lange Zeit was zu fehlen. So stelle ich mir das vor, oder? Ja, total. Und das Wichtige ist aber, glaube ich, und das ist so, es fehlt irgendwie was. Aber ich glaube halt auch, dass alle Trans-Leute, also alle, die auch zugucken, alle Eltern von Trans-Kindern, ihr habt da Superhelden auf die Welt gesetzt und ihr seid Superhelden, weil ich glaube, da geht es halt auch noch tiefer und mehr um das Seelische und Emotionale, auch um das Körperliche. Aber ich wurde ja praktisch emotional oder auch dadurch, dass ich eine größere Schwester habe, wie ein Mädchen geprägt. Das heißt, diesen Druck, den ein Junge hat, wirklich auch sexuell durch, jetzt ist es ja noch krasser, durch, sag ich mal, auf dem Handy kannst du dir irgendwelche Pornoseiten oder sowas angucken. Das war ja wirklich damals einfach noch anders. Aber so dieses, dieser Druck wirklich, weil du gerade gesagt hast, dieses, ich muss standhaft sein oder so und ich muss da was leisten. Das und ich muss in Anführungsstrichen, so wie man sagt, ja, der Frau besorgen. Und wenn, mhm, die nicht, genau, glücklich ist oder praktisch nicht befriedigt, dann bin ich nicht gut. Ja. So, den hatte ich ja nicht. Und, ja, das ist das Spannende, dass ich glaube halt wirklich, Transsexualität oder Transgender ist dafür da, um die Brücke zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit zu schlagen. Mhm. Weil auch wenn Transfrauen zum Beispiel, also als Junge geboren, mhm, diesen Druck so mitkriegen und dann praktisch ins Weibliche übergehen. Es ist sowas wie so eine Übersetzung. Also, mhm, die können dann praktisch auf der weiblichen Seite, mhm, also ganz klischeehaft wirklich bei den Frauen, halt wirklich dieses Männliche einbringen, ein Verständnis halt auch dem Mann entgegenbringen, halt warum der so einen Leistungsdruck hat, was theoretisch ich auch als nicht emanzipiertes Mädchen, sondern als emotional groß werdendes Mädchen, okay, mhm,
ja auch praktisch nicht kenne und deswegen das aber so verstehe, weil ich immer Jungs um mich rum hatte auch und yeah. mit was für einem Bild die wirklich groß geworden sind. So das Ziel ist, dass die Frau einen Orgasmus hat zum Beispiel ja. und das wirklich als ja richtig anstrengend. Es gibt Gynäkologen, die mich das gefragt haben, mhm. ob mein Mann das fertig bringt, mhm. wortwörtlich, ja, mhm. wo ich dachte, wow, was hat das jetzt damit zu tun? Er sagt, das dient ihrer Gesundheit. Mhm. Ich dachte, okay, mhm. Ist was eine Geschichte. Und deswegen glaube ich, dass ich auch, und das ist auch so spannend, also meine meisten Klienten sind immer bisher Frauen gewesen oder besser gesagt, ich sage mal Menschen in der weiblichen Energie, aber das sind halt, wenn man geschichtlich zurückguckt, noch zum Großteil mehr Frauen. Und dass ich jetzt vielleicht auch mal ein bisschen so mehr mich trauen darf, auf die Männer zuzugehen, weil es gibt da so viele Missverständnisse, yeah. obwohl beide das Gleiche meinen oder auch das empfinden, ist es, als ob man zwei verschiedene Filme manchmal mhm. hat. Auch in Coachings merke ich das. Und wie gesagt, vom Geschlecht unabhängig, sondern diese männliche, weibliche Energie auch zwischen gleichgeschlechtlichen Menschen. Mhm. Aber gerade dieses, was ja auch kollektiv von unserer Gesellschaft, so dieses halt, wir kommen ja aus einer patriarchatischen Gesellschaft, ja, ja? Männlichkeit und ja. Dieses... Jahrtausende. Genau. Ja, also es sind jetzt keine 100 Jahre, sondern echt Jahrtausende. Genau, und mhm. dass die Männer sich so durch diese Weiblichkeit bedroht fühlen oft und dass das aber, glaube ich, der Schlüssel ist und ich nur sagen kann, und das ist halt durch die Transsexualität meine Erfahrung, ich habe immer dann, als ich dachte, okay, jetzt kommen die Operationen, jetzt wirst du ein Mann, auch äußerlich, ja. ich muss jetzt meine Weiblichkeit wegdrängen. Also du hättest mich nicht mit einer rosa Kappe, rosa Socken mhm. oder irgendwie einem Einhorn oder sowas gesehen, mhm. obwohl ich es liebe. Mhm. Ja? Und da habe ich dann aber irgendwann gemerkt, das kann ich auch nicht mehr unterdrücken und dafür habe ich es jetzt auch nicht gemacht. Und mhm. das war so spannend, als ich dann nämlich meine Körperteile hatte, bin ich nochmal richtig abgestürzt, weil ich gemerkt habe, scheiße. Der Körper jetzt irgendwie gefühlt, alleine bringt es auch nicht, sondern okay. und das war ja die Phase, wo ich dann dieses Weibliche in mir so wegdrängen wollte. Aber warte mal ganz ja. kurz, also wir haben jetzt über die Sexualität mhm. gesprochen, aber du wolltest mehr, du wolltest riechen wie ein Mann, du wolltest dich bewegen wie ein Mann, das war doch automatisch da. Ja, also das war da. Das war nicht mehr die Idee dazu, mhm. sondern ich stelle mir das so vor, das ist halt so, oder? Genau, ja, das ist auf so jeden Fall so. So wie mein Bruder ein Kerl ist, so hast du. Genau. Das ist halt so. Aber da kamen halt dann diese Kleinigkeiten mit irgendwelchen modischen Sachen oder so, weil ich halt da sehr ausgeglichen bin. Na klar. Und das war nur so spannend, dass ich da gemerkt habe, als ich dann wirklich auch innerlich zu dieser Weiblichkeit weiterhin gestanden bin oder wieder dazu, das war so der Game Changer und gefühlt der Schlüssel, ja, auch magnetisch praktisch dann Frauen anzuziehen und nämlich dieses, weil ich emotional ja. noch so weiblich genau. war oder geprägt wurde, auch zum Glück. Also ich habe durch meine Schwester und sowas, ich habe jede sexuelle Du hältst ja, wenn du das nicht hast, du hältst ja was zurück. Genau. Und ich finde immer, wenn Menschen etwas zurückhalten, ist das wie Lügen für genau. den anderen Menschen. Also das heißt, das ist nicht echt. Also genau. mein Programm heißt, gib dich ganz, genau mhm. deswegen. Weil es darum geht, 100% dieser Welt zu schenken. Mhm. Das heißt nicht wunderviel was zu machen, sondern zu sagen, das bin ich. Und sich hinzugeben. So. Genau. Und das habe ich nicht getan, weil ich dann dachte, mhm. okay, der Mann, der muss jetzt so sein. Jetzt hast du den Körper und ja. jetzt musst du da auch richtig. Das heißt, da bin ich dann nochmal in eine mhm. andere Disbalance gekommen. Aber habe dann... Naja, ist es nicht eine Art Pubertät, dann nochmal zu haben und dass das dann mal verschoben ist? Da hattest du schon. Aber jetzt wurde es als junger Mann eben mhm. auch noch. Denn das, was du so beschreibst, sagen viele Männer, die sagen, ich bin so ein sensitiver Mann. Mhm. Und es hat unglaublich lange gebraucht, dass ich einer sein durfte, dass mhm. ich spürig sein durfte, sensibel, dass ich zart sein durfte, mhm. obwohl ich ein Mann bin. Mhm. Und zwar so, wie ich mhm. halt bin. Ja? Das ist so der neue Mann der neuen Zeit, finde ich. Also aber, in Anführungszeichen, aber deswegen ist das auch so, bin ich so dankbar dafür, dass ich gefühlt durch die weibliche Pubertät durch musste, weil heute Versteh wird ja zum Glück früher schon eingegriffen. Also wenn man das erkennt, ja, und ja. Kinder sich praktisch dazu bekennen, dann wird die Pubertät schon so eingeleitet, wie sie sein sollte. Also weil das natürlich schon, wenn du dann als seelisches Jünglein ja, durch eine weibliche... Ja, wie früh geht man heute denn an? Doch, total. Also es gibt halt mittlerweile, und das finde ich auch so toll, das sind ja noch stärkere Seelen, dass wirklich dann Kinder schon mit 4 oder 5 wirklich, also das gibt es einen Fall auch... ich weiß gar nicht, ich glaube, die ist jetzt nach Amerika gegangen. Kim Petras, die ist jetzt auch, glaube ich, Sängerin. Die hat man von klein auf begleitet. Die hat mit 5 halt gesagt, also geboren als Junge, und wollte sich immer mit einer Schere den Penis abschneiden. Mhm. Ne? Und das halt immer Kleider auch eingefordert und so. Und mhm. irgendwann haben die Eltern das halt auch, also eigentlich sehr schnell oder sofort ernst genommen und halt mhm. gesagt, ja, das ist so. Ne? Und dann wurde halt die männliche Pubertät
unterdrückt, okay, und sofort praktisch wow, die weibliche eingeleitet. Mhm. Und deswegen bin ich aber so dankbar, dass ich da durch musste, weil gefühlt dieses Problem, was ich dann in der zweiten Pubertät hatte, nämlich dieses mhm, Bunte und sowas zu verstecken, mhm, durfte ich ja als Mädchen praktisch nach außen tragen. Und deswegen war ich, glaube ich, auch so ein Ding zwischen den Geschlechtern, weil ich war sehr männlich, mhm, aber ich war halt total gefühlt freakig. Also ne, mhm, Glitzer, Einhorn und sowas alles. Mhm. Und das wollte ich dann halt leider in der männlichen Pubertät ablegen, okay, weil ich halt dachte, nee, jetzt bist du ja nicht mehr dazwischen, mhm, jetzt gehörst du dazu. Und da habe ich dann aber gelernt, nee, das ist das, das was dich super, nee, vor allem, ja, was dich als Mann ausmacht. Diese weibliche Seite halt, dass ich gesagt habe, okay, das sind 50% vom Menschen. Ne? Wirklich, ein Yin und Yang ist ja nicht nur schwarz oder weiß. Mhm. Und das ist aber so durch Erziehung, kommt entweder ein fast schwarzes Yin und Yang raus oder ein fast weißes. Und dadurch entstehen dann halt auch partnerschaftlich diese Konflikte, mhm, weil wirklich die männliche Energie mit der weiblichen kämpft, mhm, anstatt halt... Weil sie eben auch diese Ängste hat, wenn sie verstehen würde, dass es genau das Gegenteil, genau, bewirkt, wäre es natürlich großartig, genau, und dein Ganzes. Das, ne, ist wohl wahr, ja. Mhm. Und deswegen glaube ich auch, habe ich mich letztens mit befasst, finde ich auch ganz spannend. Ich glaube, wenn ich in 20, 30 Jahren nochmal geboren würde und die Gesellschaft sich so weiterentwickelt mit dieser Offenheit, weil das ist ja wirklich schon, mhm, hätte ich meinem Opa, der schon lange tot ist, gesagt, aus seiner Enkelin wird mein Enkel, hätte er gesagt... Also, ja, ne, jetzt geht's das, los. Ja, also ja, wirklich, ja, da hätte er wahrscheinlich gesagt, nee. Mhm. Und dass jetzt wirklich, glaube ich, Transsexualität so ein Übergangsding ist, weil es halt leider immer noch so klischeehaft ist, aber wenn irgendwann die Zeit kommt, wo man wirklich sagt, und mit was für einem Mensch warst du mal zusammen? Ja, genau, das würde ich mir so wünschen. Genau, ne? Und das kommt ja auch, ganz mhm, bestimmt. Und ich glaube, dann würde ich dann geboren, dann wäre mir auch der Körper, yeah, praktisch nicht egal, sondern dann könnte ich auch diesen Körper annehmen. Sondern ich glaube, dass das wirklich noch glaubst an diesen du? Gesellschaftlichen Dingen, also ich glaube, ich mache mir jetzt nicht viele Freunde vielleicht unter den Gleichgesinnten, aber ich glaube wirklich, und das wäre früher was gewesen, wo ich es auf jeden Fall verneint hätte, mhm, ja, weil ich so sehr diese Basis brauchte. Aber wie gesagt, meine Vision in der Zukunft ist halt, dass Menschen miteinander sind, egal, ja, was für... eine Sexualität, es gibt da ja noch tausend andere, mhm, auch Asexualität, Pansexualität, keine Ahnung was. Und dass es dann wirklich, mhm, wirklich kackegal ist, ob dick, dünn auch, aber mhm, halt auch wirklich welches Geschlecht und ja, dass dann auch keiner mehr sich operieren lassen muss. Ja, ne? Weil ja, das, glaube ich, wirklich dieses ist, okay, also wäre ich als Kind groß geworden und hätte gewusst, es ist so eine Farbpalette an Möglichkeiten, dann, glaube ich, wäre dieser Druck in mir nicht entstanden. Aber es gab nur zwei Möglichkeiten. Krass, das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Ich hätte, wirklich hätte ich früher auch nicht gedacht, nee, wirklich. Hätte ich früher nicht gedacht, dass okay, ich das mal sagen würde. Mhm. Weil ich habe sogar auch so ein Buch, das gibt es ja auch, psychosomatische, seelische Sachen ja, mit Krankheitsbildern. Mhm. Und Transsexualität ist halt noch ein Krankheitsbild. Und da habe ich das da drin gefunden, da bin ich fast ausgerastet, weil ich mhm, halt dachte, hä? Und dass das halt auch drin steht, nee, eigentlich könnte man seinen Körper doch auch so annehmen. Warum denn nicht? Und dann habe ich es mir letztens nochmal durchgelesen, da hatte ich auch einen Podcast, war ich eingeladen, kurz davor hatte ich es in der Hand und dann habe ich mir das nochmal durchgelesen und habe gemerkt, das fließt jetzt durch mich durch und ich habe es verstanden. Mhm. So. Und wie gesagt, ich könnte das jetzt immer noch nicht, also ich brauche mhm, meine männliche ja, Füße, mhm, aber in Zukunft glaube ich, wenn es wirklich so weit ist und ich glaube da ganz fest dran, dann glaube ich, wird Transsexualität sich ausschleichen. Faszinierend, ich glaub, weil wir sind es ja die Boten, um dahin das zu kommen. Yin und Yang, genau. Ja, so ja, wenn ich so sehe, dass es, ich glaube ja wirklich, dass der Geist das erschafft, was wir leben und was wir haben. Und wenn viele so denken wie du und das so erleben, dann glaube ich wirklich, dass sich das umsetzen kann. Das glaube ich wirklich. Ich auch. Ja? Also das ist halt eine Frage der Zeit. Mhm. Oder wie viele Generationen wird es dauern, bis man dann so weit kommt. Aber ich glaube schon, dass wir jungen Eltern schon viel offener damit umgehen, als es meine Eltern zum Beispiel hätten tun können. Glaube ich schon. Auch total. Diese, also ja, wenn ich man wirklich zurückguckt, ja, in den 80ern war Homosexualität, wie gesagt, noch strafbar. Und das sind ja gerade genau, mal 40 genau, Jahre. Und deswegen ist in der Hinsicht geht es ja wirklich und das war immer echt schneller. Spooky. Aber wie oft haben meine Kinder schon gehört, hey, der ist mit einem Mann zusammen, mm, die ist mit der Frau mm, zusammen. Weil in meinem Freundeskreis das völlig normal ist, dass mm, eben Menschen mit Menschen zusammen mm, sind. Und dass wir uns die Frage gar nicht stellen, mm, ist der jetzt so oder so mhm, oder so. Nee, also wenn unsere Freunde kommen, die verheiratet sind als Mann, dann das ist völlig normal. Mhm. Ne? Und da
Nee, da haben meine Kinder noch bis heute noch nicht mal gefragt, wieso ist das bei denen anders? Ja, nee, oder so. Also meine Neffen ist, die werden zum Beispiel, so groß. Ja, ist das auch ganz normal. Ne? Mhm. Also das ist auch mal so, wenn ich mit denen im Trampolinpark bin, also jetzt ist es schon normaler geworden, aber als sie das dann auch erstmal verstehen konnten, ne, und dann Fotos von mir gesehen haben von früher, die konnten das auch gar nicht glauben, weil für die war ich schon immer, als sie auf die Welt gekommen sind, Mann. Na klar, also bist jetzt ein richtiger Kerl. Das genau, ist schon so. Ne? Ja, also und deswegen, so sagen, die haben gedacht am Anfang, ich veräpple die. Ne? Ja. Und das war dann so spannend, wenn die dann im Trampolinpark waren oder so und wie gesagt, ganz viele Menschen und ich dann daneben saß so, ja, das ist mein Onkel, der war mal ein Mädchen. So, für die ist das halt, wie gesagt, sogar eher was Cooles. Genau. Ja, ne, was Außerordentliches. Und dann war ich noch im Fernsehen, deswegen ist das ja noch, naja, toller, noch cooler. Ne? Ja, genau. Und, ja, deswegen glaube ich auch, die Generation hat das nicht so. Obwohl ich merke, dann muss ich mir auch immer noch an die eigene Nase fassen, dass ich dann letztens auch mal meinen Neffen gefragt habe, und gibt es irgendein Mädchen, was du irgendwie spannend findest in der Klasse? Und dann habe ich so tick, tick, tick gedacht, nee, gibt es irgendwie ein Mädchen oder einen Jungen, ja, ne, dass ich da wirklich selber gibt's auch irgendjemand, den du genau, findest. Irgendjemanden, ja, ne, weil ich meinte das auch gar nicht so sexuell, sondern wirklich so ein bisschen schwärmen. Und das kann man ja wirklich auch, selbst wenn man heterosexuell ist, fürs gleiche Geschlecht vorbilden oder so. Aber da merke ich auch selber noch, dass man nicht immer vom Mensch spricht, sondern dass man eigentlich wirklich dann immer noch auch wieder Mann oder Frau. Also es gibt Frauen, denen ich begegnet bin, wo ich gedacht habe, Mensch, da wärst also mein lieber Mann. Ne? Mhm. Das ist alles immer relativ. Mhm. Aber kommen wir mal darauf zurück. Was bedeutet dieser Weg? Also du hast mit deiner Schwester gesprochen. Du musst irgendwann, glaube ich, zu Psychologen, die ein Gutachten abgeben. Das finde ich übel. Ja. Echt, das finde ich echt. Du musst ja Menschen dich anvertrauen und die müssen das bewerten. Und es sind Menschen, ja, Psychologen ist halt immer so eine Sache. Ne? Wie war das? Ja, für mich war das dann eher auch so ein bisschen Pflichtprogramm. Ja. Und ich habe meiner Psychologin mehr zugehört als sie mir, aber ich fand das gar nicht schlimm, sondern weil ich hatte halt diese Möglichkeit, dann meine Schwester und dann wussten es auch damals meine damalige Freundin dann auch, weil dadurch ist das eigentlich erst der Druck so groß geworden. Ne? Weil nur wenn du dann körperlich auch Sex ausleben möchtest, wird es halt dann gefühlt nicht mehr erträglich. Also hätte ich, glaube ich, keine Freundin gehabt, dann hätte ich das noch 5 Jahre bestimmt oder 6 Jahre länger aushalten können. Ja? Und die hat dann irgendwann halt mit ihrem Frauenarzt, weil sie es auch so belastet hat, ja, einfach drüber gesprochen, hat dann zu mir gesagt, ich habe mit meinem Frauenarzt gesprochen, da bin ich schon ausgerastet, weil ich mich übergriffig behandelt gefühlt habe. Ja? Und dann hat sie aber gesagt, ja, komm doch mal mit. Und dann bin ich irgendwann mitgegangen und der hat mir dann eine Adresse gegeben und dann bin ich zu der Psychologin. Und wie gesagt, es war für mich nur so ein Absitzen und die hat mir schon auch in der Hinsicht geholfen. Ja? Aber wäre ich darauf angewiesen gewesen, nur sie gehabt zu haben, wäre es, glaube ich... Was dünn geworden, ne? Okay. Schwierig gewesen. Ja, glaube ich wirklich. Und was auch spannend war, dann kommt das mit den Gutachten. Das sind nochmal 2 Unabhängige, die man gar nicht kennt. Okay. Und das ist so spannend, weil da gibt es dann auch Foren, wie jetzt, weiß ich nicht, vielleicht auch bei so einer MPU, bei einer Führerscheinprüfung oder sowas, ne, dass man so guckt, was kommt denn da auf einen zu? Und da muss ich sagen, ist mir schon ein bisschen heiß und kalt geworden, weil da halt wirklich so, ja, der und der, also da stehen dann auch Namen von Gutachtern drin und sowas, der ist da besonders so und so. Und dann habe ich so gedacht, nee, also ich erzähle einfach, wie es ist, aber gefühlt stand da halt zum Beispiel auch drin, wenn du keine richtige leidvolle Pubertät oder Kindheit hattest, so gefühlt, dann finde ich das... Schon nicht mehr so druckbelastet, genau, dass es sich lohnt. Genau, dann geht es auch so weiter. Und dann habe ich halt so gedacht, ja, also was soll ich jetzt aber sagen? Ja. Es ist ja so, wie es bei mir gewesen ist. Und dann habe ich denen das halt so erzählt und es ist auch alles positiv gewesen. Nur ich habe halt dann auch drüber nachgedacht, warum werden so viele, weil viele kriegen ihr Gutachten nicht. Ne? Also wirklich viele werden dann falsch bewertet von außen, so nach dem Motto. Ich glaube, dass diese Gutachter mehr Angst haben, einen Fehler zu machen und jemand wird mal operiert mit einem falschen Gutachten, der dann gesagt hätte, später mit 30 hätten wir besser mal gelassen. Menschen haben so viel Angst. Das auch, aber das habe ich dann auch irgendwie gelernt, weil in diesen Foren, wie gesagt, es sind dann ganz viele Leute, die sich gesagt haben, okay, so kriegst du ein Gutachten, so nicht. Und dass die dann wahrscheinlich irgendeine Geschichte erzählt haben, die vielleicht wirklich auch dann nicht authentisch rüberkam, weil es halt gefühlt wirklich weil vielleicht sie nicht auch die Geschichte. Geübt war. Ja. Genau, und weil sie aber Angst hatten, dass sie halt nicht so durchkommen, wie sie sind. Also auch spannend, dann da nochmal eine Maske aufzusetzen, weil ich dann einfach auch immer den Tipp gegeben habe, sei so wie du bist, weil ich habe denen das erklärt und wie gesagt. Wenn das so jemand nicht versteht, dann wird der auch keine Lüge verstehen, so gefühlt. Genau, ne? Also, deswegen muss ich sagen, ging das dann so durch bei mir.
Und wie viele Gutachten hattest du? Zwei, ne? Muss man. Also muss zwei man unabhängige machen, ja. Und das war halt auch unterschiedlich. Bei einem war ich sogar zweimal und das war dann wesentlich ausführlicher. Bei einem war ich nur zwei Stunden gefühlt. Mhm. Ne? Ist natürlich auch so, man sitzt dann da und du musst vorher dann auch deinen Lebenslauf aufschreiben. Also wirklich von klein auf und schreiben. Und da, glaube ich, haben viele ja vielleicht auch schon Probleme mit. Ja, so beschreib das mal emotional. Mhm. Und wenn du gefühlt vielleicht auch, ich bin jetzt dann halt so groß geworden, dass ich mich ausdrücken durfte, meine Eltern sich auch immer ausgedrückt haben und ich das normal fand, zu erzählen, was in mir ist, ja, aber das geht ja vielen nicht so. Deine Eltern sind sehr gut damit umgegangen, das höre ich immer wieder raus, dass sie wirklich in tiefer Liebe zu dir dich so genommen haben, wie du bist. Also hintenrum muss ich sagen, also das ist auch ein Prozess gewesen. Mhm. Also ich habe schon gemerkt, und das weiß ich aber auch nur im Nachhinein, weil meine Eltern mir das erzählt haben, mein Vater und meiner Mutter sehr lange große Vorwürfe gemacht, aber die waren schlau genug, sage ich jetzt mal, dass sie das von mir ferngehalten haben, dass ich mich halt dann nicht schlecht gefühlt habe. Natürlich habe ich es gemerkt, ja. Aber das war für meinen Papa zum Beispiel sogar schlimmer. Schlimmer hört sich auch so doof an, aber zu denken, jetzt ist seine Tochter mit einem Mädchen zusammen, als dann wirklich das mit der Transsexualität kam, da war es für ihn eigentlich eher so, dann passt es ja. Okay. Ne, das war für ihn dann eher so ein, ach, jetzt verstehe ich's. Okay. Ne, also das war auch ganz spannend, dass er gefühlt fast mehr Probleme mit dieser Homosexualität gehabt hätte, als dann wirklich damit. Kannst du das verstehen? Ja, es passt halt ins Weltbild, denke ich mal. Ne? Also natürlich, da hat er dann noch nicht jetzt über die Operationen und was so dann vielleicht auch drauf zukommt gedacht, aber gefühlt war das für ihn dann weniger irritierend oder er konnte meine Gedankengänge vielleicht besser nachvollziehen, weil er von sich ausgehen konnte. Ne? Aber das war schon auch, also wie gesagt, sie haben es mich nicht spüren lassen oder dass ich da ausgegrenzt wurde, aber das war schon. Ich glaube schon, dass das ein Prozess ist. Ich habe mir natürlich so die Frage gestellt, wie ist das denn, wenn das bei deinen Kindern so ist? Und ich war da sehr klar. Also ich habe wirklich so das auch wirklich auch fühlen können, zu sagen, die Hauptsache ist, dass die glücklich sind. Mhm. Das ist ja das, was man denen am meisten wünscht. Und auf welche Weise auch immer. Aber ich hätte wahrscheinlich vor diesem Weg, das wünsche ich den Kindern nicht. Ja, genau, genau. Weißt du, das ist was anderes, als dass das ein Thema ist, sondern dann geht es ja echt ab mit diesen Operationen und so, oder? Das wünschst du dir halt, glaube ich, auch als Elternteil nicht für dich. Nein. Ne, weil das ist ja auch so, du stehst so machtlos daneben. Und ich glaube, deswegen reagieren viele Eltern auch erstmal ablehnend in der Hoffnung so. Lass das doch sein. Genau, genau. Ne, weil meine halbe Familie sind auch noch Mediziner, also meine Schwester, meine Tante und Onkel. Und die haben dann halt auch wirklich eindringlich nochmal gesagt, weil die Operation, wie gesagt, zum männlichen Körper ist halt wesentlich aufwendiger. Also was dran zu setzen ist halt wesentlich aufwendiger, als was wegzunehmen. Mhm. Und dass das schon, also ich musste auch Eigenblut spenden und sowas alles, dass das schon, wie jede andere Operation auch, aber schon in die Hose gehen kann. Ja. Und ob ich mir das nicht nochmal überlegen könnte, wirklich halt auf den Penis zu verzichten, weil Brustamputation und Gebärmutter und Eierstöcke raus ist ja jetzt nicht so wild, sage ich jetzt mal. Das machen viele, ne? Darauf zu verzichten und zu sagen, also diese Riesen-OP, die lassen wir doch mal weg. Genau, ne? Aber das war für mich wirklich keine Option. Weil du dich ja, wenn ich dich so richtig verstanden habe, weil du gesagt hast, okay, ich kann dran sterben, das habe ich akzeptiert. Mhm. Also hast du ja die größte Angst, die man damit einhergeht, eigentlich ad acta gelegt, ne? Könnte man so sagen. Oder? Total. Und damit habe ich dann auch so ein bisschen meine Familie dann nochmal überzeugt, weil ich dann auch wirklich gesagt habe, ne, also meine Schwester ist Sina, ich so Sina, wenn die mich da reinschieben, dann komme ich da nicht mehr raus. Dann ist das so. Ne? Okay. Aber so wird geht das gar auch nicht. Genau. Ja. So wird das auch irgendwann dann mein Weg sein, in welcher Richtung auch immer dann. Ne? Aber so kann ich und möchte ich einfach nicht leben. Ne? Und dann hat es da schon Klick gemacht und so, okay, das ist schon krass. Diese Operationen waren ich weiß jetzt, dass die viele Stunden dauern. Wie lange hat diese erste Hauptoperation gedauert? Also das ist ja dann praktisch eigentlich die zweite, also die erste Genitalhauptoperation. Also obenrum, das passiert als erstes. Ne? Das ging wirklich ziemlich fix, aber die erste Operation unten. Aber warte mal ganz kurz, diese Brustamputation ist ja auch schon eine Geschichte, aber du hast die ja nie angenommen, deswegen hat sie dir nicht gefehlt, oder? Also ich bin jetzt eine Frau und man musste mir mal einen Teil aus der Brust entfernen, ne? Aus gesundheitlichen Gründen. Und da fehlt was. Mhm. Also wenn man mir aufgrund einer Erkrankung die Brust amputieren würde, würde mir etwas fehlen. Mein weiblicher Teil tatsächlich. War das bei dir auch so?
Ach nee, das ist, genau, also, das ist auch für alle. Also endlich diese Dinger weg. Für alle Trans-Jungs ist wirklich, also Brust wirklich gefühlt belastender als halt untenrum, weil in die Hose guckt halt auch keiner. Du kannst ja, das schränkt dich ja total ein. Ich stelle mir das genau umgekehrt vor, ne? Ja. Es ist wirklich so, da fällt eine Last im wahrsten Sinne des Wortes so von dir ab. Also das ist wirklich einfach nur, also das habe ich auch noch nie anders gehört, dass jemand wirklich gedacht hat, so, jetzt ist komisch, sondern das ist immer für alle direkt beim Aufwachen so, boah. Flach. Also das war schon erleichternd. Und die zweite OP, also die erste untenrum, war dann schon, ich glaube, die ging 11 oder 12 Stunden. Und da ist halt auch ein bisschen was schiefgelaufen, dann teilweise was nicht durchblutet gewesen und sowas. Also normalerweise, wenn alles gut läuft, dann sind es 4 Operationen. Und wie gesagt, bei mir waren es zwar auch heftiger, aber zwischendurch wirklich auch kleine Korrekturen, aber wirklich mit jeder Operation waren 20. Wahnsinn, echt unglaublich. Ja, ja. Aber ich würde es immer wieder machen. Mhm. Und wenn es 40 wären. Ja, verstehe ich. Ja. Mhm. Also ich glaube es zu verstehen, so würde ich mal sagen. Ja, ich glaube, umgekehrt wäre das auch so. Also wenn, das ist ja, warum macht man denn einen Brustaufbau dann nochmal, wenn man eine, also gerade Brustamputation ist echt ein Thema. Und gerade auch so in der Therapie war das ja häufig ein Thema, weil sie immer noch da war für die Frauen. Und für uns ist das was dann eben was ganz Wichtiges. Ja. Oder für mich als Frau ist das deswegen was Wichtiges, weil ich mein Kind auch darüber ernährt habe. Oder beide über Jahre. Ne? Also das ist auch so, es hat auch eine Funktion, die mir persönlich wichtig ist, und ich verstehe das voll, weil das Gegenteil ist, dass es dann eben einfach nicht dazugehört. Ja. Diese Operationen, auf die würde ich später nochmal gerne eingehen in einer Extrasendung, weil es ein ganz eigenes Thema ist. Diese Hormontherapie ist aber auch nicht so easy, oder? Das sind das Spritzen, sind das Tabletten, die man einnimmt, um diese langsame Umstellung mit Bartwuchs und so und Stimme und alles, was so dazu gehört, herzukriegen. Also da gibt es mehrere Wege. Ich habe immer Spritzen bekommen und bekomme auch heute noch Spritzen, obwohl ich da auch sagen muss. Das ändert sich gerade. Also ich merke, ich brauche die jetzt alle 3 Monate, kriege ich so eine Spritze. Am Anfang war das alle 2 Wochen, weil die Präparate auch einfach immer besser werden. Mhm. Na, da gab es nur ein Präparat, wo man halt 2 Wochen lang einen Testosteronspiegel hatte und dann ist er abgefallen. Und jetzt gibt es mittlerweile schon so Depot-Medikamente, dass das halt wirklich über 3 Monate jeden Tag schön was abgibt. Dann gibt es halt auch so Gelformen, dass man das halt einfach irgendwo auf den Körper schmiert. Es gibt das auch als Tabletten. Also es geht um Testosteron? Genau, Testosteron. Und genau. Und ich merke gerade, ich darf mich jetzt umorientieren, weil die Spritzen, ich weiß nicht, ich glaube, das liegt halt auch dann immer mehr an der Transformation meiner Schwingung und sowas. Ich merke einfach, egal wie sehr ich die vorher wirklich auch energetisch behandle, dass jede Zelle meines Körpers sich dagegen wehrt. Mhm. Und das finde ich halt auch so spannend, weil das war früher überhaupt nicht so. Mhm. Und ich glaube, manchmal je ausgeglichener dann halt auch mit männlich und weiblich ist. Mhm. Und früher hatte ich halt ein großes männliches Defizit in meinem Yin und Yang. Mhm. Und da hat mein Körper das Test so wirklich so. Und jetzt glaube ich. Weil das so Bedürfnis danach genau. so ist. Ich glaube sogar, es glaube ich wirklich, dass wenn du so denkst, dass auch dein Körper etwas ausschüttet, dass sich das automatisch regelt. Das glaube ich wirklich. Ja, und dass du immer weniger davon brauchst. Ja. Und das zeigt sich irgendwann. Mhm. Also das stelle ich mir nicht so vor. Das ist ja auch bei vielen so. Schau mal, wenn viele, die so transgender sind, die entwickeln auch weniger Brust oder sehen auch so ein bisschen jungenhaft aus. Und ich glaube, das ist der Geist oder diese Seele, die dazugehört. Man wird auch ein bisschen mehr so. Hattest du viel oder weniger Brust? Also das ist natürlich auch so eine Frage, die also ich glaube, so normal. Es war so ein normales B-Körbchen. Also es war für mich aber schon gefühlt viel. Ne? Das ist viel, also es musste auch ein großer Schnitt gemacht werden. Also man kann das sonst auch um die Brustwarze herum einfach, dass dann sozusagen das abgesaugt wird. Genau, weil ich so viele kenne, die sagen, bei mir hat es bei A immer aufgehört und so. Und auch ich habe gar nicht so diese Weiblichkeit entwickelt wie meine Schwester oder so. Aber ja, aber das ist der passt irgendwie ja doch sehr zusammen, wenn du sagst, gib mal Acht, es ist eben beides, was ich lebe. Mhm. Und das ist, dass eben beide Energien zu dir gehören. Mhm. Also ich glaube ja nicht daran, dass man mehr Gewicht hat, weil man zu viel isst oder so, sondern ich glaube, man baut Schutz auf und dass das einfach das, was so um einen herum ist, auch in den Körperzellen stattfindet. Und das ist heute bei dir ganz anders, als es auf den Fotos aussieht. Ich kenne dich ja nicht von damals. Ja, ja, ja. Aber das ist halt auch so, wenn ich Videos sehe, aber das ist auch manchmal so spannend, eigentlich so, es hat sich nichts verändert an meiner Gestik und so. Und das ist halt so spannend, dass ich halt wirklich manchmal sogar, das weiß ich noch, meine Freundin, die dann praktisch während der angleichenden Operation bei mir war, die hat gesagt, Jill,
du warst eigentlich als Mädchen manchmal mehr Typ als dann nachher. Weil da glaube ich halt auch, da musste ich gefühlt ja mehr als raushängen lassen oder noch so. Deswegen, das ist auch so spannend, ne? Ja. Weil ich ja dann auch als Mann äußerlich die Weiblichkeit wieder so mehr zugelassen habe. Deswegen, das ist auch total spannend, was ich da eigentlich, wenn ich selber auch drüber nachdenke, für Erfahrungen machen durfte, die halt, wie gesagt, ein normal geborener Junge oder eine normal geborene Frau, die immer so bleiben, einfach nicht macht. Ne? Deswegen ist so ein bisschen wie Tarzan, glaube ich, unter Affen. Ich habe halt wirklich, und das sehe ich, weil ich habe einfach was mitgegeben bekommen, wo keiner von euch hier einfach nur eine Ahnung von hat. Mhm. Aber ich meine wirklich auch gar nicht dieses Drama jetzt der körperlichen Angleichung oder so, sondern wirklich dieses... Nennen wir es Erfahrung, ja, die wir also gar wirklich nicht machen konnten oder nicht gemacht haben. Genau, weil wirklich, es ist ja so, sitzt eine Mädelsrunde gerade in der Pubertät zusammen und es kommt ein Junge rein, sofort anders. Ja? Sofort anders. Und ich saß da genau mittendrin und keiner war anders. Ja. Und bei den Jungs saß ich auch mittendrin und da war aber auch keiner anders. Die haben über ihre Sexualität so gesprochen, wie sie halt unter Jungs sprechen. Ne? Leute, was eine Hammer und wertvolle Sendung. Wir machen weiter. Wir machen eine zweite. Also ihr solltet noch mal reinschauen.